Gut. Wir können ja in der Zeit, wo wir warten, nochmal irgendwas Schönes erzählen. Fabian, fange an mit einer Geschichte. Einer schönen Geschichte. Einer schönen Geschichte. Ja, einer schönen Geschichte. Schön, schön, schön. Oder einer lustigen. Was ist denn noch neulich? Ist dir neulich irgendwas Lustiges passiert irgendwie? Ja, gestern Abend, wo wir uns kaputt gelacht haben. Nee, das war vorgestern Abend. Vorgestern Abend. Wo wir Hausaufgaben gemacht haben, noch natürlich, legalerweise, noch rechtzeitig. Und wo Gissel dann natürlich, du meinst mit Mathe, ne? Ja, mit Mathe. Wo er Mathe gemacht hat, oder wir beide Mathe gemacht haben. Und Aufgabenteilung, so sozial wie ich bin, habe ich ihm natürlich die Wahl überlassen. Er hat eine Aufgabe genommen und hat dann losgerechnet und sagt, dieses behinderte Zeichen, was bedeutet das denn? Sag doch mal bei Aufgabe 51. Du sollst Aufgabe 52 Nein, machen. Nein, ich sollte Aufgabe 51 und 52 machen. Nein, ich war bei 52 50. Und... Doch. Ist doch scheißegal, auf jeden Fall hast du verkackt. Du hast es verkackt. Du hast hier nichts zu sagen. Ich bin der Diktator. Wenn ich hier nichts zu sagen habe, dann bringe ich dich um. Moment, reguläre Infanterie kann Panzer, Abwehrminen und Haftmagnetbomben anbringen, wenn auf dem Schlachtfeld Panzer auftauchen. Um mit ihren Teamkameraden zu sprechen. Hä? Game. Warte mal. Was muss man drücken? T. Thorsten. Torben. Thomas. Ey, mach doch mal T. Wenn du gleich lädst. Ich bin mal gespannt, ob man das hört. Kameraden. Leichte Panzer. Ich will schnell in die leichte Panzer wechseln, wenn es geht. Ey, ich will. Du hast nichts zu wollen. Ich muss. Noch 40 Sekunden. Warte, in 5 Sekunden sind 40 Sekunden. Jetzt sind es 40 Sekunden. In 10 Sekunden sind es 30 Sekunden. Warum? In 5 Sekunden sind es 10 Sekunden. Toll, da kannst du auch sagen, in 45 Sekunden. In 30 Sekunden sind 0 Sekunden. Oh mein Gott. Bedeutet, wie viele Sekunden haben wir gerade? 22. Ihr kennt ja das Spiel Die Simpsons, ne? Ja. Hier Springfield. Ja. Die Android, beziehungsweise generell die mobile Version. Ja. Und da kommt ja immer, momentan haben wir diesen Update raus mit Verteidigen und Bauen von Burgen und Angreifen von anderen Städten. Und dann kommt dann halt immer die Meldung, wenn du halt jemanden angreifst, ja, du hast das, du hast hier O1, sonst O2. Was eingenommen. O1. Und das Lustige ist, wenn dich jemand angreift, dann kommt immer eine Meldung, ein Eindringling greift an. Nur die ist irgendwie komischerweise auf 50 Milliarden Sprachen. Dann steht das eine Mal en invasion greift deine Stadt ein, dann en invasion greift deine Stadt ein. Alex. Und alles mögliche. Auch Chinesisch hatte ich schon. Ich hatte Russisch und Chinesisch schon mal. Man lernt hier eine Menge bei dem Spiel. Ja. Ist wirklich so. Oh fuck, eine Lightning! Geil, echt, die hat dich wirklich mitgenommen. Die hat dich mitgenommen, ja. Ich hab aus dem Panzer rausgeschaut. Ich hab mir gedacht, wo kommt die Lightning? Auf einmal sehe ich eine Bombe mir entgegenkommen. Ich hätte nicht mal eine Bombe gesehen. War schon dort. Im Panzer steht gerade mitten auf der Straße. Ach, das warst du in dem Panzer? Warte mal, ich muss mal gerade den Panzer reparieren. Warum kann man eigentlich nicht die Scheiben durchschießen? Wartet, Leute. Ich muss Panzer retten. Mal gucken, ob ich mit dem Charakter... Da kommt noch eine Leitung. Ich geh an Flak. Nein! Sie ist weg. Alle, gib mir mal Feuerdeckung. Ich kann nicht. Ich bin schneller als das Motorrad. Willst du mich verarschen? Hallo? Musst du mal sein. Laune. Das glaube ich dir jetzt nicht. Eigentlich müsstest du dafür sterben. Ich weiß, ich tut mir leid, ich muss einfach mal. Es war so verlockend. Ach, übrigens, hier, das war übrigens die Rache für neulich, das überfahren. Folgende Geschichte oder folgendes Problem. Der Herr Gisselmann, der hat mich neulich einfach mal knallhart überfahren, ne? Entschuldigung. Darf ich das denn nicht? Nein, darfst du nicht. Leute, will jemand Flak von euch spielen? Ja. Der eine heißt Snob. Der hat von Alex getötet, das Snob. Ja.
Der Snob. Alter, diese. Das ist ja so dämlich geregelt. Na gut, machen wir mal so. Ist ja gut. Grafikeinstellung. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Moment, wie ist eigentlich mit V-Sync? Sinning, da schießt wer auf dich. In den Rückwärtsgang. Wenn jemand hinter mir ist. Ich meine, hat jemand den Motorrad samt Beiwagen gedreht? Das ist nur nicht bitter. Ich habe mal einen erlebt, der hat einen Panzer gedreht. Ne, Sinning? Also nicht er. Wir beide haben das gesehen. Das war schön. Speed Assistant! Du, nö. Wo bist du denn? Da. Alter. Kann jemand mal das Flugzeug abwandern? Nö. Und mich gerade zurückziehen, mein Panzer raucht wie Scheiße. Das ist schlecht. Muss ihn gerade mal retten. Echt? Kann man den reparieren? Ich hab den Engländer. Töte den Engländer. Keiner will einen Engländer. Wegen muss mir gerade jemand mal Deckung geben. Wie lange er mich ankommt, dann. Bist du gefickt? Das war. Da kommt was in den. Das Haus. Ja, so schnell eingestiegen und wieder. Sieht ja leicht schwul aus. Sie kommt wieder. Von wo? Von da hinten. Der mit dem Motorrad denkt das aus. Fuck it. Ah, Mann. Ja. Sie kommt. Ich weiß nicht. Ja, ich hab mal wieder eingestiegen. Ich mach die Grafikeinstellung wieder V-Sync hier auf, das nervt ein bisschen. Wenn du dich selber beschützen kannst, kann ich erfahren. Warum spawnt das Fahrrad eigentlich mitten auf der Straße? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, deswegen bist du gestellt. Alex! Opa, mach mal Platz, ja? Hol das Ding dort runter! Ei. Die sind aber verdammt schwierig. Ich weiß. Ich bin hier gerade schon die ganze Zeit mein Panzer zu reparieren. Die Teile kommen immer wieder. Ab reine Panzer und Deckung! Das ist jetzt die Karre. Ich drück hier nochmal an. So. Okay, Panzer voll. Ich glaube, so kann man viel einfacher schießen. Na, komm. Ja, warum kann ich die nicht treffen auf die Entfernung? Das muss möglich sein. Drei Lightning! Auf einer Messerschmitt. Die sind doch bescheuert. Weißt du, der Sinning. Das ist ein Kameradenschwein von. Ja, ich kämpfe gerade, weil ich dich als Flak beschütze. Du im Flakbox schütze ich dich natürlich vor dem Panzer, die hast du noch. Dreckskarre. Der Kacke. Aha, Alf, wie gönnt dich, Erdmann, schnauze mich an, jeder Dreckkerl. Ja, er hat mich alleine gelassen und hat mein Auto kaputt gemacht. Aber ich glaube im Nachhinein, das war nicht, war's nicht du mit dem Auto, das war die Lightning. Sondern die Lightning. Fuck it, da waren zwei. Ja, It's Kenny hat mich getötet. Oder? It's Kenny. Kenny hat mich getötet. Das ist irgendwie leicht ironisch. Nicht erotisch, ironisch. Goal Village. Ja, was richtig geil wäre, wenn einer von euch den Engländer hätte. Ich sitze im Panzer und einer von euch rennt immer hinten gegen. Ja, das wäre schon cool.
Alter! Die sind doch irre. Ja. Die sind ein bisschen... Nein! Einer hat ausgestiegen. Nein. Es wird aufgeräumt. Nachdem ich... Moment. I'm on the way to C4. Junge, die Taktik, die ist so alt, die nehme ich sogar selber. Und wenn ich die nehme, dann ist die automatisch nutzlos. Welche Taktik? Ich weiß genau, wo sich die... Warte mal, das ist gar nicht mein Auto. Mein Auto ist, glaube ich, da oben, oder? Ja. Hier stehen so viele Autos vor der Tür. Nein, da war halt ein Amerikaner, der hat sich genau in die Ecke reingestellt. Bin ich dann auch? Das ist nicht aufzuschieben. Genau in die Ecke reingestellt, wo man sich eigentlich immer reinstellt beim Erobern. Das wird dann ja irgendwann Mainstream. Okay, der hat Selbstmord gemacht. Theoretisch. Wenn der hier gleich wiederkommt. Da greift gerade einer C3 an. Verteidigt, Entschuldigung. Also mit dem Flak irgendwas abschießen ist gar nicht mal so einfach. Obwohl du zu inkompetent bist. Na, ja, das dreht aus Lahm. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Da kommt hier wieder einer. Ich sehe, wie Alex im Flak jetzt links drehen, rechts drehen. Nein, nicht nachladen. Drehen. Ich bin gerade am Panzer retten. Was macht der gerade da? Ich? Nein, der Typ ist ein Flugzeug. Bombe. Noch 24 Schuss. Das ist für den Flak verdammt viel. Man muss einfach voll Power draufballern. Ich hab die einmal getroffen, plötzlich fängt die an zu rauchen. Ich bin gut. Fang an mit dem Ding zu snipern. Nein, und die hat keine Muni mehr. Kann man die irgendwie wieder aufladen? Nein. Was denn? Das ist Flak. Nein, ich hab nicht aufladen. Nee, Flak kannst du nicht aufladen. Klingt hier viele, ey. Tut mir leid, lieber Flugzeugpilot da oben. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe leider keine Muni mehr. Such den neuen Flak. Claudia 1. Claudia 1, ernsthaft? Ja, wer da mal Versuch wert. Ach, Alex, es. Einschlagswinkel zu hoch. Ich komme mit der MP durch ein Kackflugzeug nicht durch. Weil wir schlecht sind. Einschlagswinkel ist zu hoch dabei. Das heißt, das Einschlagswinkel ist zu hoch, das Ding. Ja, und dann nicht durchschlagende Panzerung und bla. Wo? Wo kommt denn der nächste Panzer, den ich wechseln kann? Langsam nimmt das echt Ausmaße an mit euch hier. Ist der Typ denn in dem Flak hier inkompetent oder was?
Moment. Hier steht ein Auto. Ich habe Sprengstoff bekommen. Du kleiner. Kleiner Dynamit. Wow! Nein, ich würde sagen, du kleiner ISIS-Kämpfer. Ach du kleiner Islam-Angriffstyp. Islams-Angriffstyp, ja, du bist auch gut. Das ist ja vielleicht ein Terrorist. Nur weil er dich ein bisschen terrorisiert, ist er nicht gleich Terrorist, ne? Nicht Terrorist. Ich finde, das ist sehr abwertend. Nicht eher aufwertend? Nur kommt drauf an, was du für ein Extremist bist. Ich meine, die freundlichen Extremisten, die freuen sich bestimmt, aber die... Weniger freundlich zerbomben dich. Also die optimistischen Terroristen, die freuen sich über sowas, aber die pessimistischen nicht. Die sind generell immer kacke eingestellt. Die sagen immer... Kacke und... Verdammte Scheiße. Da ist doch ein Ami drin, ihr wollt mir noch nicht sagen hier. Weißt du, was geil wäre? Einmal auf so eine Bombe schießen und treffen und das gesamte Flugzeug geht instant hoch. Das wäre richtig. Womöglich geht das? Nur du triffst die Bombe halt nie. Nein. Gucken, was wir noch so für lustige Namen haben. Hungry Blocksboy. Nur weil er aus Ungarn kommt oder weil er hungrig ist? Ich glaube, der ist hungrig. Sinning. Das ist ein Scheißgefühl, übers Feld zu fahren. Und zu wissen, dass du stirbst, ja. Nein. Wen schießt du da ab, Alex? Flugzeuge. Viel Spaß. Warte mal, da kommt einer. Hier drüben ist auch noch ein Fleck, aber es ist schon besetzt. Seid ihr gerade bei C2? Auf dem Weg dahin. Nicht auch. Landet gerade eine Lightning oder versucht es zumindest. Mach mich gerade mal zu T3. Panzer geht hoch. Panzer ist hoch. Die stehen hinten im Wald. Wenn ihr nach C1 schaut, stehen die hinten im Wald. Ihr müsst also einmal, wenn ihr dann nach C1 vordringt, einmal quer über die freie Fläche. Ich meine, wenn die dort drüben stehen, stehen die dort mit Panzern. Das ist gut. Gut zu wissen. Gut für die, schlecht für euch. Das heißt, wir stellen uns idealerweise mit einem Kühlwagen gut gedeckt irgendwo hin und knallen dann aus den Büschen raus. Ja, auf Panzer. Ey. Gestern, wo bist du eigentlich in der Tabelle? Ich kann verstehen, dass Alex nicht in der Tabelle ist, weil er die Hälfte spielt am Platz war. Wo bist du gestern? Platz 14. Nein, ist doch vollkommen egal, wo ich in der Tabelle bin. Nein. Doch. Boah, wir müssen nur noch... Jawohl! Guck dir mal die Killes an! Hast du gerade 120 Verteidigungspunkte bekommen? Ich hab keine Ahnung, ja. Cheater. Nee. Gerechtfertigt. Ich habe einfach wahllos eine Granate reingeschmissen durch das eine Fenster. Und irgendwie sind da zwei Idioten reingelaufen. Ach, der Kobra, LB. Skizzle. Ha. Ich war auf mich geschossen. Nein. Guck mal her. Komm her. Denn er schießt daneben. Hier, schönen Kopftreffer. Ja, komm. Und da hat die Leitung sich eine Lösung ausgesucht. Wir gehen Gas. Erstmal da hinten den Ami abschießen, wo man der auch jetzt. Da. Wir gehen Gas. Lol. Hab ich gerade alle drei von dem getötet. Ja.
Ja. Geil. Wie auch immer du das gemacht hast. Läuft. Achtung, wir werden von hinten beschossen. Von hinten? Wo ist jetzt hinten? Das ist eine gute Frage. Von C. Überall C. Ja, von dem C-Punkt, den wir gerade eingenommen haben, Mann. Hä, willst du mich verarschen? Hä? Nein, will ich nicht. Und es sieht doch relativ gut aus. Oh, guck mal hier, ich bin Dritter. War da nicht eben Sinn noch? Eigentlich schon. Keine Ahnung. Lol. Wollen wir mal hier unterbrechen? Wir haben schon wieder 24 Minuten gequetscht. Also eigentlich 20 Minuten. Das sollte eigentlich genügen. Und während hier Deutschland weiter einnimmt und die Amerikaner zurück einnehmen, verabschiede ich mich. Komm. Was sollte das gerade werden? Sollte das gerade irgendwie... Ich weiß nicht. Und was soll das werden? Unser Siegestriumph-Song. Siegesgeheul! Das ist peinlich. Das ist aber Siegesgeheul. Halt doch dein Maul. Das ist ein Insider. Kennst du nicht. Das ist mir auch egal. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Ging. Nein. Über was sprechen wir eigentlich gerade? Nein. The Best 32 hat das Spiel verlassen. Wo? Stand unten links gerade. Alex! Ja? Stopp mal! Nein! Jetzt! Nein! Jetzt! Oh, so Ding hat eben Svetlana glatt gemacht. Was mit Osama? Svetlana, aber egal. Obama, Osama. Svetlana. Svetlana, alle das gleiche. Nimmst du gerade letztes Bitte kein Amerikaner. Rein? Und nimmst mich nicht mit, Alex. Ja. Oh, ich habe eben von hinten auf den letzten Punkt draufgehalten. Das hat's ja nicht mal. Nicht. 50%. Das ist doch relativ gut für uns gerade. 70%. Ah! Einen Moment. Scheiße, ich war zu spät. Jawoll, ich hab's noch hingekriegt. Und wir haben gesiegt. Glorreich. Peter Faust hat für Teamkill 10 EP abgezogen bekommen. Steht hier dickfett. Teamkill, minus 10. Bester Multikill, 2 Stück. Gelaufene Distanz, 1 Kilometer. Echt? Ich bin nur 551 Meter gelaufen. Ein bisschen chaotisch war die Folge natürlich. Kann ich auch verstehen. Ich meine, der ein Teamkill von unserem Peter Faust am Anfang war... lustig? Ja, doch, der war lustig. Der musste sein. Auf jeden Fall war es eine solide Runde. Wir haben trotz vieler Tode und vieler Amerikaner uns doch noch gut geschlagen. Und ich hoffe, das wird in den nächsten Folgen weitergehen. Macht's gut. Ciao.